Was geht, meine werten Zuschauer? Willkommen zu keinem Infovideo, keinem Vlog, sondern einfach nur eine Sache, die ich euch sagen will. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist das neue Video, was rausgekommen ist, wieder auf privat gestellt. Der Grund dafür ist, dass ich finde, dass dieses Video nicht wirklich ein tolles Montagsvideo war, wirklich. Weil es war ein Gedankenvideo wieder, nur ein bisschen geskripteter. Trotzdem war das nicht genug. Man hat es aber auch gemerkt an der Qualität, dass es nicht so der Hit war. Einfach weil ich noch krank bin und mich schonen wollte, bevor ich dann wieder krasse Sachen mache. Wie jetzt diesen Sonntag kommt ein Oster-Special. Und dafür habe ich dann wieder richtig krasse Sachen geplant. Das wird dann auch richtig pünktlich kommen. Denn jetzt habe ich Ferien und habe praktisch die Zeit dafür, alles zu machen, was ich vorhatte. In den letzten, ich glaube, 2 Monaten habe ich viel geplant. Und das versuche ich jetzt mittlerweile umzusetzen in den Ferien. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht wieder krank werde. Also der Grund, warum das Video fehlt, ist einfach, weil ich nicht zufrieden war damit. Und ich mache hier jetzt ein paar kleine Änderungen auf diesem Kanal. Erstens, Videos wie Speed Reviews oder diese Gedankenvideos werden wahrscheinlich nicht mehr am Montag kommen, sondern einfach nur zwischendurch. Wenn es meine Zeit zulässt. Das heißt, dass ich nicht wirklich jede Woche 2 Videos jetzt bringen werde. Aber habe ich was zu sagen im Punkto Film? Habe ich was zu sagen über ein Spiel? Kurze Sachen, nicht wie meine Spider-Man-Review, die über 6 Minuten geht. Okay, wie schon gesagt, Gedankenvideos und Speed-Reviews werden ab jetzt wahrscheinlich nicht mehr montags kommen. Montag versuche ich immer ein Hauptvideo zu bringen. Das sind die Formate, die ich habe, und ich werde keine dazu erfinden mehr, außer es ist wirklich ein cooles Format. Ich habe ein paar Formate, bei denen ich nur ein Video habe, und das wird jetzt geändert. Wie zum Beispiel Beta Secrets, was auch gerade in Planung ist und ich gerade mache. Also, das ist jetzt echt so ein Notfallteil, weil, keine Ahnung, das Video kam echt scheiße an. Man hat es gemerkt. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich tue es weg. Es ist jetzt auf nicht gelistet. Wenn ihr es wirklich unbedingt sehen wollt, ich tue einen Link in die Beschreibung, dann könnt ihr es von dort aus anschauen. Und meine Hauptvideos werden, falls ich jetzt mal es nicht schaffe in einer Woche, das bedeutet, wenn ich es nicht schaffe, ein Video am Montag rauszubringen, dann tut's mir leid, aber ich lasse mir dann meine Zeit, bis das Video fertig ist. Denn ich versuche es, jeden Montag rauszubringen, wird auch wahrscheinlich nicht so schwer sein, vor allem wenn ich genug Zeit investiere, dann schaffe ich das sicher. Aber trotzdem, wenn es mal später kommt, tut's mir leid, aber ich will das auch nicht rushen. Denn die meisten Videos, die ich bis jetzt gemacht habe und richtig gut ankamen, habe ich entweder unter extremen Zeitdruck gemacht, weil es irgendein Special war, wie jetzt zum Beispiel mein Winter-Special, Weihnachts-Special. Das war extrem unter Zeitdruck und ich habe wirklich hart dran gearbeitet. Aber ich hatte auch richtig Lust drauf. Oder Sachen wie meine Gags-Review, die einfach locker 3 Wochen gedauert hat und dafür halt gut geworden ist, meiner Meinung nach. Und das ist halt, kann man bei vielen meiner Videos finden. Alle meine Videos, die ich persönlich gut finde, habe ich mehr als eine Woche gebraucht. Aber das auch, weil ich weniger Zeit in die Videos investieren konnte. Also versuche ich jetzt, soweit es geht, mehr Zeit für meine Videos zu finden. Und damit sage ich auch, wenn jetzt mal kein Video kommt, tut's mir leid. Aber ich bin keine Maschine. Ich versuche mein Bestes. Wenn es nicht pünktlich rauskommt, tut's mir wirklich leid. So, das war eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Am Ende ist es eigentlich wirklich ein Infovideo geworden, aber ich wollte einfach mal das Ganze loswerden, weil für mich sieht es langsam so aus, als würden echt nur jede paar Wochen gute Videos kommen. Und die anderen, die dazwischen kommen, haben natürlich weniger Produktionsqualität, weil ich die ja zwischen den Hauptvideos mache und gerade noch an das Hauptvideo arbeite und in den letzten 2 Tagen dann die Videos mache. Aber egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Für mich haben die Ferien angefangen. Für euch wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht. Ich wohne in Baden-Württemberg. Vielleicht ist es bei euch anders. Ich weiß es nicht. Trotzdem wünsche ich euch einen schönen Tag, schöne Woche, schöne Feiertage, weil bald sind ja Feiertage und das Ganze. Und wir sehen uns bei meinem Oster-Special wieder. Das auch pünktlich kommt. Ich schwöre es. Ich hoffe es. Bitte, bitte Gott, lasst es mich pünktlich rausbringen. Ciao.